Der Co-Trainer des HSC 2000 Coburg, Silvio Grauser, heute bei mir vor dem Spiel. Und bevor wir auf Auer eingehen, nochmal eine Frage zurück. Wie schläft sich so mit einem Ein-Tor-Sieg gegen die Eulen aus Ludwigshafen? Ja, die Nacht war trotzdem kurz, aber ich glaube, es war der benötigte Brustlöser, den wir gebraucht haben. Und ja, so bittersüß kann der Handball sein, aber das hat so ein bisschen, die englischen Wochen haben das so für sich, dass man da auf einmal dann die Punkte holt, die man da vielleicht liegen lassen hat. Und deswegen habe ich ganz gut geschlafen eigentlich. Jetzt geht's zum Abschiedsgipfel ins Erzgebirge. Aue, sehr unangenehme Aufgabe. Aue mit dem Rücken zur Wand als Tabellenvorletzter im Moment. Ihr noch nicht aus dem Gröbsten raus, bei Weiben noch nicht. Was wird das für ein Spiel am Sonntag? Nee, ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir das vergolden, was wir jetzt dann heute oder beziehungsweise gestern da dort veranstaltet haben. Aue ist ein schwerer Gegner, denke ich, gerade mit der Achse Kamlott und Töpfer im Tor, Bornhorn am Kreis, Paraschim oder so auf der Mitte, glaube ich. Also die haben da schon gut erfahrene Leute drin und ja, ich denke, mit den Zuschauern im Rücken ist es, als wenn man bei uns spielt, also es wird schwer. Aber wenn wir da anknüpfen können, denke ich, ist es ganz gut, dass wir da zwei Punkte holen. Wie wichtig wäre es, dort zu gewinnen? Ja, für uns geht es immer noch darum, da unten rauszukommen. Und von daher ist es immens wichtig, dass wir da jetzt weitermachen. Ja. Insgesamt jetzt drei Auswärtsspiele nacheinander. Also die Situation könnte sich schöner darstellen, als im Moment ist. Jetzt kommt ja nach Aue dann noch Bietigheim und dann geht es auch noch nach Hüttenberg. Also schwierig. Ja, schon, aber natürlich, die Heimspieler bürgen auch so ein bisschen Druck immer, ne? Also man muss dann auch liefern vor den Zuschauern zu Hause, möchte natürlich auch liefern, möchte sich da gut präsentieren und ich glaube, auswärts kann man da mal so ein bisschen befreiter aufspielen und dann liegt der Druck halt immer so ein bisschen beim Gegner und von daher haben wir in Hamm gut agiert und auch in Emstetten und von daher, ja, ist das gar nicht so schlecht vielleicht für uns. Und jetzt dein ultimativer Tipp für Sonntag, das Spiel in Aue geht aus wie? Ja, entweder wir werfen eins mehr oder wir kriegen eins weniger. Toi, toi, toi fürs Auswärtsspiel in Aue.